So, ich habe gerade hier eingekauft, sowohl für mich als auch teilweise für meinen Bruder. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen hier einpacken in meinen Wagen. Und jetzt zur Schleuse hinlaufen. Start kommt. Ich werde erstmal nach Wienhausen laufen von hier aus. Ich bin in Wienhausen angekommen. Ich bin gerade dabei, durch Wienhausen durchzulaufen, aber nicht durch die Hauptstraße, sondern durch so eine Wohnhaussiedlung und jetzt durch so einen Weg, weil das ist ein bisschen kürzer bis zur Ortsausfahrt, wo ich dann weiterlaufen muss. Das weiß ich noch. Das habe ich mir in meinen noch vorhandenen Gehirnzellen reingespeichert. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment zwischen Wienhausen und Offensen und guck mal. Seht ihr diese ganzen Regentropfen hier vorne? Das nervt mich. Das muss weggehen. Das muss weggehen. Das soll mich nicht nass machen. Hör auf damit. Guck mal hier. Ich bin in dieses Offensen angekommen. Jetzt dauert das nicht mehr lange und dann bin ich bei der Schleuse angekommen. Ich muss nach der Richtung da lang. Das heißt, weil ich gleich bei der Schleuse angekommen bin, sieht man sich gleich, wenn ich bei der Schleuse angekommen bin. Guck mal, ich bin gerade in dieser Schleuse. Also hier, da drüben. Aber ich glaube, weil mein Licht zu schwach ist, könnt ihr das nicht sehen. Und genau, jetzt werde ich erstmal runter zur Bootschleuse runterlaufen. Da vorne ist diese Brücke, wo ich eben gerade drauf war. Und hier vorne ist diese Bootschleuse, die ich eben gerade meinte. Die wurde jetzt hier mit so einem Balken versperrt. Früher, wo ich hier ganz oft war, da war hier kein Balken gewesen. Und dann bin ich mit so einer Billigluftmatratze die ganze Zeit diese Bootschleuse hier runtergerutscht, bis da ganz hinten hin. Hier, mein Bruder ist angekommen. Moin! Freut mich, mit dabei zu sein. Und Die Scheiße brennt jetzt an. wir werden heute hier drunter pennen. Unter Ja. diesen kalten Temperaturen. Nicht nur kalt, sondern auch richtig. Ihr habt mich Richtig fast nass schon. und Fast schon so laut wie diese Züge. durchnässt. Und zwar hier unten auf dem Boden schlafe ich. Und hier oben auf diesen Stein, da pennt mein Bruder. Und wir haben schon die ganzen Grabkerzen hier angemacht. So, die Feuerstelle ist einsatzbereit. Und hier, der da möchte das anzünden. Ja. Wir haben gerade angezündet und das Holz ist noch viel zu nass und viel zu kalt und so weiter. Da muss Wind ran. So, da ist ein bisschen Spiritus drauf. Und jetzt kommt Flamme. Es brennt. Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das heißt. Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das heißt. Alter, ich dachte, wer spricht da auf einmal? Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das heißt. Oh Scheiße. Mein Bruder wollte gerade Frikadellen machen und als er Frikadellen reingemacht hat und Öl, dieser Öl, das hat er von mir, dann ist. Da ist dieser schmierige Topf hier runter, hier umgekippt. Guck mal, meine Blasen kommen. Das heißt, ich kann jetzt meine Nudeln hier reinschmeißen. Und jetzt warten, bis weich kommt. So, die Nudeln sind fertig und die habe ich schon abgegossen. Und jetzt wird dieses Fleisch hier gebraten. Guck mal, das Fleisch ist angebraten. Jetzt kommt, kommen hier, wie heißen die Dinger nochmal? Diese rötliche Paprika und diese rötlichen Zwiebeln drauf. So, Friessen ist fertig. Das Essen, das sieht so aus. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Und guck mal, hier vorne liegt mein Bruder. Der pennt schon rum. Das macht er jetzt gerade. Das werde ich nach dem Bier auch dann gleich machen. Und weil mein Bruder nur einen Sommerschlafsack da hat, und ich einen Winterschlafsack plus einen Sommerschlafsack, weil, naja gut, wir haben jetzt, ich schätze mal, wir haben jetzt so 0 Grad ungefähr.
Und bei 0 Grad ist bei mir so die Grenze bei meinem Winterschlafsack. Dass es nur mit dem Winterschlafsack auf jeden Fall geht. Bei unter 0 Grad braucht man Sommerschlafsack zusätzlich. Aber weil ich gedacht habe, dass weil es wahrscheinlich nicht unter 0 Grad werden sollte, also werden wird, also schätze ich mal, dass mir nur dieser Winterschlafsack ausreicht. Und deswegen habe ich meinen zweiten Sommerschlafsack an meinen Bruder ausgeliehen gehabt, damit er nicht so frieren tut heute Nacht. Ich werde genau das nachmachen, was mein Bruder gerade macht. Ich werde jetzt pennen gehen. Guten Morgen, wir sind auferstanden. Und es hat geregnet heute Nacht. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Erst als ich gemerkt hatte, dass es voll kalt und voll nass wurde in meinem Schlafsack. Weil guck mal. Hier. Wir haben zwar unter dieser Brücke gepennt, aber weil dieser ganze Wind von dort her gekommen ist, hat das die ganze Zeit. Hier sieht man diese nasse Pfütze und so weiter. Das hat alles in meinen Schlafsack reingetropft. Genau, hier ist doch alles nass. Hier vorne, der Sack hier ist nass. Hier ist auch nur noch eine Pfütze. Und das hat genau bis hier geregnet. Also genau da, wo ich mich hingelegt habe. Hätte ich mich da drüben hingelegt, dann wäre ich trocken gewesen. Und ich hab das richtig spät gemerkt. Erst wo der Regen dann zu Ende war, habe ich das gemerkt, dass ich die ganze Nass getropft wurde. Weil ich habe mich unterm Schlafsack eingemurmelt. Und ich hatte die Augen geschlossen gehabt und so weiter. Also ich habe es echt erst dann gemerkt, wo das in meinen Schlafsack reingesickert ist. Ist doch voll scheiße gewesen. Deswegen war das heute eine richtig kalte Nacht gewesen für mich. Mein Bruder hat nicht so viel Regen abbekommen, weil diese Wand hier vorne ihn geschützt hat. Das hier sieht man, hier ist so ein bisschen Regen dran gekommen. Aber wenn man das da drüben sieht, dann ist das alles andere trocken. Oh scheiße, das Feuer ist aus. Aber ich weiß, dass das hier ganz kurz davor war, dass da Blasen zugekommen sind. Und deswegen denke ich, dass jetzt Kaffee fertig ist. Ich probiere das mal. Ich glaube, das Kaffee ist geschmacksgenug. Es ist fertig. So, Kaffee ist ausgetrunken, Zähne sind gewaschen, die Sachen sind vollständig eingepackt. Hier vorne ist dieser fettige, richtig überfettigte Müllsack, der vielleicht aufreißen könnte. Und wir haben die Feuerstelle hier beseitigt. Und jetzt gelaufen wir zurück. Wir haben Auflösen erreicht. Und ich glaube, ich nehme heute einen anderen Weg als wie gestern. Also so einen ganz anderen Rückweg. Und zwar nicht durch Wienhausen und darüber dann über die Hauptstraße bis nach Aigling, sondern so einen Waldweg. Ich glaube, genau so mache ich das. Ich bin jetzt gerade dabei, hier diesen Waldstück durchzulaufen, der mich nach erstmal nach Scheppelse oder wie das heißt führt und dann nach Aigling. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das kann. Ich merke so langsam, dass bald Dunkle kommt, weil es wird immer dunkler und sowas. Aber das fängt an zu nieseln, also dieses Nieselregen oder so. Weil es eben gerade stärker angefangen hat zu regnen, habe ich mich hier für ein paar Minuten hier hingepflanzt, hier in dieser Schutzhütte. Das ist die Schutzhütte von diesem Spielplatz von Sandling. Und ich warte noch ein paar Minuten ab, bis dieser Regen so ein bisschen weniger wird, weil ich habe gerade keinen Bock drauf, meinen gelben Sack anzuziehen. Und dann, wenn er ein bisschen weniger geworden ist, dann gelaufe ich weiter bis nach Aigling. So, ich habe gerade die ganze Zeit gewartet, bis der Regen nachlässt und es hört einfach nicht auf zu regnen. Und ich habe keinen Bock mehr weiter die ganze Zeit dort rumzuwarten. Und deswegen bin ich einmal weiter gelaufen.
und habe hier meinen orangenen Sack über meinen Wagen rübergezogen. Und ich hab keinen Bock, meinen gelben Sack über meiner fetten Jacke rüberzuziehen. Das heißt, ich werde nass ankommen. Und es hört überhaupt nicht auf zu regnen. Das ist voll scheiße. Das ist richtig widerlich und dreckig. Es tropft ja überall die ganze Zeit. Ich mag das nicht. Ich mag so ein Wetter überhaupt nicht. Das stört mich. Das ist richtig giftig, dieses Wetter. So, ich bin in Aigling angekommen. Und jetzt werde ich noch einmal fast komplett durch Aigling durchlaufen. Und es will einfach nicht aufhören zu regnen. Es regnet die ganze Zeit. Ohne Unterbrechung. Die ganze Zeit so weiter. Das ist richtig widrig. Hier sieht man die ganzen dreckigen, ekligen Tropfen hier, die mir auf meinen Kopf drauf fallen.